Weil ich beim Fernsehen arbeite, kann ich sagen, ich glaubte es nicht ganz und ich glaube nie gleich alles, was man hört. Meinen diese Leute das, was sie sagen, oder plappern sie nur nach? Ist ja peinlich, aber es gab Momente, wo mein Freund zu mir sagte, putz dir die Zähne. Und jetzt sagt er das nicht mehr. Das Erste, was mir bei Leuten auffällt, sind die Zähne. Und wenn ein Typ gut aussieht und er macht den Mund auf und die Zähne sind wirklich schlecht, nein, danke. Mir gefallen immer Leute mit netten Lächeln und weißen Zähnen. Und wenn nicht, dann kann ich ihm eine Zahnbürste leihen. Überzeugte, waren ihre Vor- und Nachher-Fotos. Was für ein Wahnsinnsunterschied. Ich sehe hier massive Belege auf meinen Vorderzähnen hier. Als ich in den Spiegel sah, nachdem sie das Nachher-Foto gemacht hatten und gar nichts Rosanes in meinem Mund sah bei der Tablette, war ich richtig froh. Persönliche Erfahrung deckt sich mit der doppelten Studie der Wissenschaft. Es gab erstaunliche Studienergebnisse. Generell eine Verbesserung 51,87% und Belege verringerten sich um 48,6%. Was sie sagen oder plappern sie nur nach.